Tag auch Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Saphir. Ich entschuldige mich hiermit schon mal im Voraus für eventuelle Polizei- oder Krankenwagengeräusche. Irgendwas scheint heute los zu sein. Naja. Erstmal sprechen wir noch ihn hier an. Hi, was machst du hier? Ich? Ich bin vom Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Ja, die habe ich theoretisch vergessen. Die hätte man auch vorher schon holen können, als wir noch nicht oben gekämpft haben. Ja, wir packen GM46 in die Tierflasche. Oh, verdammt. Du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen. Aber warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Tja, GM46 ist TM-Raub. Naja, das war's auch schon mit den interessanten Dingen. Und ich würde sagen, unser Team ist relativ fit, aber... Was heißt die aber? Aber das heißt jetzt ja, dass wir weitergehen, müsste man eher sagen. An diesem wunderbaren, schönen Morgen. Ich nehme gerade um 5 nach 10 morgens auf. Es ist doch immer wieder schön, wie viele Pausen einem die Schule gönnt, sodass man sogar noch frisch am Morgen aufnehmen kann. Wahrscheinlich ist dieser Part ein paar Stunden oben, während ich im Deutschunterricht sitze. Ist das nicht toll? Ja, einen Plusel hätten wir hier. Ich bin kein Freund von Plusel, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mag Minun, das Gegenstück zu Plusel, das wir wahrscheinlich demnächst hier auch noch sehen werden. Ist ja wie komisch, dass ich Plusel mag, nicht mag und Minun dagegen sehr mag. Es ist im Grunde genommen ein und dasselbe Pokémon mit ein paar kleinen Änderungen. Und hallo Sindelbeere. Ja, die Sindelbeere macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Die Tatsache, dass ein Kater ein Boden-Pokémon ist, macht das Ganze einfacher. Denn Plusel ist ein Elektro-Pokémon. Und seine Elektro-Attacken sind wirkungslos gegenüber unserem Kater. Und die Normal-Attacken machen kaum Schaden wegen der hohen Defensive. Das ist jetzt echt die Zeit, wo ein Kater einfach Vorteile ausspielt bis zum geht nicht mehr. So. Nikada reicht auch gleich Level 17. Und hier haben wir auch gleich ein Minun, das Gegenstück, das ich eben angesprochen habe. Und ich würde sagen, wir bleiben gleich drin und hauen einfach einen Trank rein. Das ist, glaube ich, sinnvoller als alles andere. Oh, ich liebe Minun einfach. Minun ist toll. Nicht so schön als ein Minun. Wir haben nur noch Sprudel. Haben wir keine Tränke? Ach, da sind Supertränke und haben wir keine normalen Tränke. Tatsächlich nicht. Hier muss auch mal aufgeräumt werden, dringend. So. Ja, der Heuler ist jetzt natürlich eher ungünstig, weil wir ein bisschen Angriff schon benötigen. Was hätten wir hier noch? X-Spezial ist unnötig. Und haben wir noch irgendwas X-iges? Nö. Kratzfrüh einfach. Dieser Kampf wird ein bisschen länger dauern als gegen Plusel, ganz einfach, weil Minun defensiv gesehen das stärkere der beiden ist. Und ja, unser Angriff ins Bodenlose sinkt. Das ist natürlich nicht toll. Bodenloser Angriff ist nicht gut. Merken wir uns für die Zukunft und ja, und vergessen wir sofort wieder. Weil wir später eher wenig Heule abbekommen werden. Und selber werden wir es auch nicht nutzen, denn Heuler ist nicht so sinnvoll. Hallo, Sindelbeere, die nächste. Ja, dieser Kampf wird sich ziehen. Ist das nicht toll? Ein Kampf, der sich ewig zieht. Dann hat man ewig Kampfspaß. Muss nie wieder den nächsten Kampf suchen. Dieser Heuler war unnötig. Also dieses Minun ist gerade alles ins Lächerliche einfach nur. Mehr als lächerlich ist dieser Kampf nicht. Ich mache ihm kaum Schaden, er macht mir kaum Schaden und alle sind glücklich. Oder unglücklich. Je nach Lust und Laune. Komm schon, ein Volltreffer. Ach. Ja, jetzt wäre Raub ganz nützlich, weil Raub ist eine spezielle Attacke. Und wir hätten die Sindelbeeren geklaut.
Also, an sich klingt es ja gar nicht so schlecht, Raub beizubringen. Und so schwach ist Raub ja auch wieder nicht. Frage ist nur, wollen wir es einen Kader beibringen oder vielleicht Papinella? Wenn Papinella es lernen kann oder einen Kader es lernen kann halt. Da bin ich gerade nicht, ja, informiert, wer es lernen kann. Okay, dann fällt mir die Wahl nicht schwer. Und was lassen wir vergessen? Wir lassen vergessen einen Giftstachel. So. Jetzt können wir mal ein bisschen auf Raubtouren gehen, theoretisch. Hier haben wir das Haus des Rätselmeisters. Ja, wir brauchen Zerschneider fürs erste Rätsel. Habe ich gerade nicht dabei. Klingt nach einer Aufgabe für unser VM Hydropi. Eventuell. Nee. Hydropi kriegst nicht. Hydropi hat schon genug VMs, die es lernen muss. Zerschneider gehört da nicht ins Repertoire. Eigentlich gehört Zerschneider an gar kein Repertoire. Weil Zerschneider immer nutzlos ist. Naja, wir haben hier Roselia. In dieser Generation noch ohne Vor- und Weiterentwicklung. Aber schon in der nächsten Generation hat es Vor- und Weiterentwicklung bekommen. In Form des Baby-Pokémons Knospi als Vorentwicklung und des wirklich sehr netten Spezialsweepers Roseradel. Und die Vergiftung war jetzt auch unnötig, wie alles andere in diesem Kampf gerade. Aktuell alles ist unnötig einfach. Aber wir haben jetzt zum Glück Gegengift eingepackt, denn wie jeder weiß, ist Gegengift sehr nützlich und vor allen Dingen billig. Bis geht nicht mehr, weil es einfach nur 100 kostet und 100 ist nicht sehr viel, wie wir wissen. Das Problem ist nur, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort wieder vergiftet werden. Ich wechsle lieber mal aus auf jemanden, der nicht so schnell vergiftet ist. Ich hätte natürlich auch Pulox nehmen können, das gar nicht vergiftet werden kann. Aber es wäre in allen besser gewesen. Was tue ich hier eigentlich? Ich wollte gerade sagen, mit Windstoß geht es natürlich auch sehr schön, weil sehr effektiv und Giftdorn von Roselia kann ich werken. Aber Pudox hätte auch Konfusion und wäre auch sehr effektiv und hätte hundertprozentig auch durch Giftstachel nicht vergiftet werden können. Naja, so geht es ja auch. Was hätten wir dann? Wir hätten einen netten Doppelkampf. Wir hätten hier Zerschneider und Zerschneider haben wir nicht dabei. Den Doppelkampf heben wir uns mal auf. Wir machen den Doppelkampf gleich, wenn wir links angekommen sind. Das hier ist nämlich, so viel sei gesagt, im Moment noch eine Sackgasse, die nur für Trainingszwecke abgegrast werden kann. So. Unser Hinkada hat langsam keine AP mehr und ist gerade schwer verliebt. Ich frage mich immer noch, was sich die Entwickler bei der Attacke Anziehung gedacht haben. Ich meine, Statusattacken schön und gut, aber muss das sein? Es ist einfach nervig, wenn man kaum noch angreifen kann und ja. Man siehe, Eneko macht etwas Schaden und wir heilen uns einfach hoch. Ich habe in diesem Fall Tornado genommen, ganz einfach, weil ja, es nicht durch Anziehung oder Fähigkeit Charmbolts von Eneko betroffen sein kann, da es weiblich ist. Und dann kommt der Gesang. Ich glaube, ich bin hier irgendwie im falschen Film. Ich glaube, dieses Eneko ist echt nur da, um uns zu nerven und uns einfach vom Angreifen abzuhalten, uns mit Rutenschlag und Duplex die fertig zu machen. An sich ist das eine ganz nette Strategie, muss man sagen, für einen Computerspieler. Sie scheitert aber theoretisch an Pokémon wie weiblichen Muntias, die nicht schlafen können und von Anziehung nicht betroffen werden. Ach komm, schaffst du. Ich möchte jetzt ja nicht gerne den Eneko verlieren. Ach, ich tue es aber anscheinend. Erstmal einen Supertrank reinhauen. So. Ja, der
Verteidigungswert sinkt weiter. Das ist natürlich alles andere als gut. Wir werden auf Windstoß setzen, weil es einfach mehr Schaden macht und Hochheilen gerade nichts bringt. Und ich gerne diesen Kampf jetzt möglichst schnell beendet haben möchte. Ein Windstoß sollte allerdings schon reichen. Trotz der Sinelbeere sollte ein Windstoß immer noch reichen. Ich glaube nicht. Danke, Tornado. So, wir erhalten mal wieder ein bisschen Erfahrung und freuen uns über ein bisschen Kleingeld. Da oben haben wir Beeren und ein Item. Hier haben wir einen Angler, bei dem es sich gelohnt hätte, Papilella zu nutzen wegen Absorber. Naja. Was haben wir denn? Wir haben Carpador. Ich nehme alles zurück. Hier lohnt sich alles. Und für den Kader braucht am meisten Erfahrung im Moment. Und deswegen darf es sich erstmal hochsaugen an Leben und Erfahrung. Und die nächste Ladung. Ich meine, das ist ein Carpador Level 5. Das ist nun wirklich harmlos. Was kommt nun? Ein Tentacher. Das ist ein Fall für unser Ramot wegen Konfusion. Und wir freuen uns dann wahrscheinlich auf noch einen Carpador oder noch einen Tentacher oder was ganz anderes. Wir wissen es nicht. Aber wahrscheinlich ist es genauso harmlos. So, ach, nicht super Schall. Ach ja, Schall ist ein schönes Thema. Haben wir gerade angefangen, in Physik mal wieder zu behandeln. An sich Wellen und Schwingungen und alles, und Schall kommt auch noch drin vor. Ist das nicht ein schönes Thema? Ist das nicht ein schönes Level-Up? Schutzschild? Ich weiß jetzt hier nicht. Es ist manchmal nützlich, aber wir haben so ziemlich attacktechnisch gesehen ausgesorgt fürs Erste, weil ich selbst Giftstachel bevorzuge im Moment, weil wir erst Sub bekommen auf Giftstachel, also ein Angriffsbonus um 50%, da Ramon selbst Gift-Pokémon ist. Von daher darf es Giftstachel behalten. Und wir saugen uns einmal voll. Diesmal haben wir einen Carpador Level 15, das heißt, es kann auch Tackle. Und ist nicht mehr ganz so ungefährlich. Inzwischen kann man ja sogar mit Carpador einiges reißen in neueren Spielen, weil es sogar noch Sprungfehler lernen kann mit Tricks. Von daher, Carpador wird im Laufe der Zeit immer nützlicher. Von Generation zu Generation. Aber jetzt mal im Ernst. Wer trainiert sich ein Carpador ohne es zu entwickeln? Ich meine, selbst mit dem Schaden, den es macht, macht es mir keinen Schaden, weil ich mich mehr hochheile, als es mir Schaden macht. Na gut, ein Kerl ist jetzt auch das Defensivwunder, also ist das natürlich insofern schon nicht ganz so extrem verwunderlich. Aber trotzdem ist es schon erschreckend, wie wenig Schaden das macht. So, wir erreichen noch nicht Level 18, weil es einfach kaum Erfahrung bringt, so ein Carpador zu besiegen. Aber immerhin ein bisschen Kleingeld. Und wenn wir hier das Meer überqueren, nehmen wir ein Upgrade nach Rosa Altstadt. Wenn man noch auf die Karte schaut, sehen wir, dass wir, ja, damals bei Route 103 Maike besiegt haben. Wir sind also wieder relativ nah am Anfang dran, wollen nun aber nach Malvenfrost City, wo die dritte Arena auf uns wartet. Ja, nun drücke ich erstmal 100 verschiedene Knöpfe. Und für den Doppelkampf verzichte ich auf den Kader, weil es kaum noch abhört. Und wir freuen uns mal wieder, gegen ein paar Zwillinge zu kämpfen.